Ja, moinsen, lange ist es her und ich begrüße euch natürlich hier zu Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass. Wir haben ja mittlerweile die erste Reihe hier durch, nach langer Zeit. Und ja, uns stehen ja aktuell nur noch zwei Cups bevor, dann heißt es erstmal warten. Und in dieser noch aktuellen Welle ist der neue Charakter Birdo hinzugekommen. Dadurch wir diese Reihe hier bekommen haben an fünf weiteren... Fünf, ja, war richtig. Wir nehmen übrigens Birdo im hellblauen. Blau, weil blau meine Lieblingsfarbe ist, deswegen habe ich mich für blau entschieden. Der andere Blauton gefällt mir auch, aber ich finde hellblau noch ein bisschen cooler. Über die Kombination habe ich jetzt nicht nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, diese Kombination hatte ich, glaube ich, auch beim letzten Mal sogar gar gehabt, glaube ich, ne? Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal eine ganz andere Kombination. Wir belassen es einfach dabei. Aber nehmen dafür den Käfer. Nee, wir nehmen einfach die Bärchenbolide. Lassen das einfach so. Stills sehen trotzdem stabil aus. So, ne? Passt schon so. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt hier mit einem Fruchtcup in 150 CCM. Let's go! Und natürlich fängt der Fruchtcup auch gefühlt irgendwie wie jeder andere Cup irgendwie mit einer Tourstrecke. Also in den meisten Fällen zumindest. Und zwar mit Ausfahrt Amsterdam. Ja. Wie jede Strecke, beziehungsweise wie jede Tourstrecke, die ja in drei unterschiedlichen Teilen unterteilt ist, muss ja in einer Strecke zusammengeführt werden. Und dann muss ja halt irgendwie das ja halt so angepasst werden, damit man alle drei Versionen halt quasi hat, ne? Aber, ja, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kommt das mir bei dieser Strecke irgendwie so vor, als hätte man sehr viel Farbe hier, also beziehungsweise die Sättigung ist irgendwie ein bisschen krass, finde ich. Aber dafür muss ich ja sagen, klar, ich kenne die Strecke so, also die ist jetzt nicht blind, ne? Die kenne ich ja auch so schon aus Mario Kart Tour, das ist es eher normal. Und das war jetzt ein bisschen knapp. Ach du Heilige. So, ich habe mich irgendwie vergessen mit einzublenden, deswegen mache ich es jetzt schnell. Moinsen. Das habe ich jetzt irgendwie komplett vergessen. Wie hat mich diese eine... wie hat mich diese Feuerkugel da noch getroffen? Naja, egal. Wir haben hier noch eine nette Unterwasserpassage hier noch nebenbei. Und dann... ja. Die meisten Tourstrecken... oder ich glaube, sind sogar auch eher alle. Sind halt größtenteils halt Stadtstrecken, sollen halt die jeweilige Stadt repräsentieren. War das jetzt bei Amsterdam gewesen? Ach so, wenn ich schnell genug bin, dann kommen sogar noch Leute entgegen. Ich hätte gedacht, das wäre nur bei dieser Paris-Strecke so ein Ding. Aber anscheinend kann das auch hier passieren. Ja, moin. Aber dafür gefällt mir die Passage hier, ne? Mit den Blumen und so. Oh, nee, Digga. Oh, Mann, ich fahr wie Scheiße. Oder? Oh, chill mal. So. Aber das müssen wir doch jetzt gleich geschafft haben hier, ne? Wunderschön. Ist das nicht bei dieser Strecke so, wo viele Leute wie so gesagt haben, weil wegen Amsterdam und... ja, da wird sich hier und da mal etwas anders vergnügt oder so? Ich kenne mich halt in den jeweiligen Ländern halt nicht so wirklich aus. Warum auch? Aber habe ich nur mal so gehört. Naja, gut. Machen wir schnell weiter. Und nun geht's weiter mit GBA Flussuferpark, aka, wie es im Originalen heißt, Riverside Park aus Mario Kart Super Circuit, aus dem Game Boy Advance Ableger. Ja. Nintendo, unsere großartige, krasste Firma überhaupt, Kapi,
hat's ja Mario Kart 8 ja so gemacht, dass man die GBA-Strecken so komplett verändert. So, der Streckenverlauf bleibt irgendwie größtenteils gleich. Aber vom Design her mäßig, ja, einfach eine komplette Umstrukturierung. Aber naja, gut. Der Rework ist trotzdem ganz cool. Obwohl ich halt erst später realisiert habe, ich kenne die Strecke trotzdem auch im Originalen. Auch wenn ich Super Circuit etwas später nachgeholt habe. Ich habe es ja nicht damals irgendwie gespielt oder so. Ne? So, ich kenne das selbst gar nicht. Ich bin ja mit der Wii so wirklich groß gezogen und so. Und dann mit Mario Land 2, 6 Golden Coins und so mäßig und so. Damit man so ein Verhältnis so mäßig hat, so. So zum Veranschaulichen für euch mäßig. Und ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass die Originalstrecke irgendwie so eine ganz kurze Passage hat oder so kurz vorm Ziel. War das kurz vorm Ziel? Ich weiß schon gar nicht mehr. Dass man da nochmal so sehr hoch springen konnte. Okay, hier ist das quasi mit dem Wasserfall, aber ne, ich weiß nicht, ob man das versteht. Ne, aber im Original gab es auch nochmal ein paar zusätzliche andere Kurven irgendwie auch, glaube ich, ne. Ah, es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Ah, schade. Ich habe den Pilz halt dafür aufgehoben. In der Hoffnung, dass ich das irgendwie machen kann. Okay, mal bitte weg, Yoshi, bitte. Nein, geh weg. Digga, geh weg. Geh ja weg, Junge. Boah, das war aber jetzt ganz knapp. Das war jetzt aber wirklich ganz knapp, Digga. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, oder ne, ich werde jetzt hier noch Zweiter. Das war wirklich ein bisschen knapper jetzt hier gewesen. Aber na gut, wir haben es trotzdem noch so weit geschafft. Ja, aber trotzdem, Riverside Park, auch wenn man die ganzen GBA-Strecken komplett umverändert hat, nur wie gesagt, der Verlauf ist halt noch recht der gleiche. Ja, man kann es gut finden, man kann es schlecht finden. Ich finde es trotzdem optisch noch ganz cool. Auch wenn das Original noch etwas deutlich anders aussah. Und jetzt kommt wieder eine mega geile, heftige Strecke. Und zwar DK Chicane aus fucking Mario Kart Wii. Und ich war, wie bestimmt jeder andere auch, der gehypt, dass diese Strecke zurückgekommen ist. Der Remix ballert richtig ordentlich. Das hat jetzt nicht ordentlich geballert, der Treffer in der Luft. Aber der Remix ist geil. Scheiße, ich wurde wieder getroffen, Mann, ihr Hunde. So, ich versuche mal trotzdem den Jump. Das hat nicht funktioniert. Gut, dass wir nicht in der Online-Lobby sind, weil das wäre noch peinlicher gewesen. Ach, Digga, DK hier, Junge. Nur weil du hier auf deiner Strecke hier bist, heißt nicht, dass du jetzt hier. Naja, egal. Aber trotzdem, schön, dass diese Strecke zurückgekommen ist. Diese Mini-Abkürzung zwischen diese zwei S-Kurven, sag ich mal. Ich habe Doppelpilz einfach, sehe ich jetzt gerade. Kann man irgendwie machen, obwohl ich damals in MKW nur diese eine S-Kurve als Abkürzung gemacht habe. Nicht die zweite. Aber ich habe es hier im Remake mal versucht. Es ist ein bisschen schwierig und das war schon bei der letzten Wii-Strecke auch so gewesen. Auch bei Blätterwald. Das war ja bei Blätterwald gewesen, wo die Halfpipes zurückgekommen sind. Ich hätte das vielleicht mal in einem anderen Video mal erwähnen sollen oder vielleicht irgendwie mal als Short oder so, weil es ist zwar schön, dass die Halfpipes zurückgekommen sind, aber ja, es sind ja leider nicht wirklich die Halfpipes, ne? So, weil wenn man sich das so anschaut, ne, sind das nicht genau dieselben Halfpipes, weil wenn man sich das Design der Halfpipes anschaut von MKW und jetzt diese hier, sind das eigentlich diese Streifen ab dem Moment, wo eine Gravity-Passage anfängt. Deswegen, ne, wenn man halt genauer hinguckt, drehen sich diese Räder immer so von der Seite.
Ne, aber wie gesagt, es existiert da keine Gravity-Passage. So, ich mache jetzt ausnahmsweise so, aber jetzt nur für die Aufnahme. So, damit man auch mal was anderes sieht währenddessen. ja. Trotzdem cool, dass die Strecke zurückgekommen ist. Auch hier mit den Shy Guides auf dem Snowboard hier, die gerne mal hin und links und rechts mal swipen oder so mäßig. Ist trotzdem ganz cool. Und ja, ist halt nur, wenn die Halfpipes wirklich zurückgekommen wären, wäre das vielleicht nochmal ein bisschen cooler gewesen, als ja, dass das einfach nur diese Gravity-Sektoren-Dinger halt da sind, die halt da drauf geklatscht worden sind, so. Na, ja, deswegen kann man auch nicht mehr so schnell wie bei der Waluigi-Arena zum Beispiel oder so, ne? Das ist ja beim nächsten Cup ist es ja dann so, ne? Ja, wie gesagt, es war schön, dass die Halfpipes zurückgekommen sind, aber es ist halt leider nicht das Richtige. Ist ein bisschen schade, aber naja, Hauptsache wir haben irgendwas zurückbekommen. Und nun kommen wir zum Finale dieses Cups. Eine brandneue Strecke, die es aber dafür auch kurzzeitig auch wieder in Mario Kart Tour geschafft hat. Und zwar von Yoshi's Island. Man hat es im Deutsch nochmal Island getauft. Man hätte es auch bei, also von der Schreibweise Island auch behalten können, so, weil man spricht das ja auch so aus, halt aus, ne? Und da das eine Yoshi-Strecke ist, hat man auch viel Yoshi-Stuff halt in der Strecke halt hinzugefügt. Wie am Anfang der Strecke, dass man halt so diesen Ton hat. Ich weiß gar nicht, aus welchem Game das kommt oder so. Ich weiß gar nicht. So, ne? Aber wirklich, alles ist halt Yoshi-mäßige. Dieses Gedöns am Anfang, wenn man auf der Strecke ist. Dann war am Anfang der Ziellinie, glaube ich, Pucci zu sehen. Dann hier diese Münzen oder so, die wahrscheinlich diese Yoshi-Coins darstellen sollen. Und warum tun die Bots die Banane in der Luft ablegen? Was keinen Sinn macht, aber okay, das sind halt einfach Bots. Ja, es ist halt so wie bei der F-Zero-Strecke zum Beispiel. Nicht ganz. Es ist eher wie. Och Mann. So, weg damit. Ah nee, die waren leider nicht in Reichweite, also habe ich die Tröde gerastet. Egal. Dann wird bestimmt auch gleich eine Blue Shell kommen fürs Karma. Ja, nee, wie gesagt. So wirkliche, was es nur auf ein Thema betrifft, haben wir ja zum Beispiel ja auch mit. Oh, ich habe die Green Shell nicht rechtzeitig. Nee, ich lasse mich jetzt nicht nochmal treffen. Dankeschön. Sowas haben. Oh, treffe ich das zufällig? Nee, treffe ich leider nicht. Ah, verdammt. Vielleicht kriege ich es noch in der letzten Runde ja noch irgendwie hin. Vielleicht kriege ich das ja noch irgendwie hin. Nee, wie gesagt, wir haben ja so eigenständige Strecken. Zum Beispiel die Zelda-Strecke so. Ne? Statt Münzen sind es Rubine und so. Ne. Dieses eine Element mit den mit diesen Drehteilen oder so, damit man in der Mitte weiterfahren kann zum Master Sword oder so für ein Drehturbo und so. Ne. Und das Ganze hat man jetzt halt mit der Yoshi-Strecke halt gemacht. Und wenn man dieses Wolken-Fragezeichen einsammelt, kommt da eigentlich noch so eine Brücke. Ne. Vielleicht krieg ich das jetzt sogar hin. Das wäre schon ganz cool, wenn ich das irgendwie schaffen würde. Oder vielleicht auch einer von den Bots oder so. Das wäre cool. Da könnte ich das noch schnell in der Aufnahme noch zeigen. Nein! Och Mann! Oh, 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 oh! Okay, cool. Okay, Yoshi ist mega dumm. Ahaha. Genau. Ne? Das weiß ich sich zumindest noch. Da kommt dieser Blumenkranz oder Blumenring. So, hat er nochmal ein. Ja, ist quasi zum Ziel oder so. Das ist quasi, glaube ich, für ein Ziel oder irgendwie so mäßig. Und dann noch diese. Ja, dann noch diese Musik noch am Ende. Ich habe halt noch nie wirklich ein Yoshi-Game gespielt, so. Deswegen habe ich jetzt nicht so das Feeling wie vielleicht manche andere Leute, so. Ne, trotzdem, die Strecke ist trotzdem cool. Dass man wieder so eine themenbasierte Strecke gemacht hat, ist dafür ganz cool. Obwohl es am Anfang eigentlich hieß, vor der ersten Welle damals, vor einem Jahr. Hier, es kommen nur Strecken aus MKW, N64, Super Circuit, Double Dash, Super Mario Kart, Tour
und so. Ne. Ne, aber. Ja, da wurde doch dann recht schnell die Meinung geändert. Aber gut, jetzt machen wir den Cup durch und jetzt geht's zu den Ergebnissen. Aber im Endeffekt kann ich trotzdem sagen, ein stabiler Cup. Wobei ich auf den jetzt noch aktuellen letzten Cup, ne, es kommen noch 4 weitere Cups, dann ist ja der ganze Streckenpass abgeschlossen. Ne, der geht ja mindestens ja jetzt noch ein halbes Jahr spätestens. Ne. Und auf diesen jetzt noch aktuellen letzten Cup, den wir ja noch haben, habe ich so Bock drauf, vor allem auf diese letzte Strecke. Oh, das wird richtig geil, da habe ich richtig Bock drauf. Hoffentlich ihr auch. War auf jeden Fall cool, wie gesagt, Cup war ganz cool. Wir haben sogar 3 Sterne, richtig geil. Das ist doch ein wunderschöner Abschluss. Und ja, damit würde ich sagen, hoffentlich hat es euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, auch ein Abo, um nichts zu verpassen. Auch die Glocke aktivieren für jegliche Benachrichtigungen, sei es Videos, Streams oder Shorts. Ich habe auch einen Discord-Channel, ihr könnt auch gerne vorbeischauen und da werdet ihr auch jeweils benachrichtigt. Oder wenn vielleicht irgendwas Besonderes ansteht oder so, ne, dann werdet ihr da darüber benachrichtigt. Und ja, das war es von meiner Seite aus. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao Leute, macht's gut.